Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars Die Skywalker Saga. In diesem Part werden wir nun den wandernden Wookie auf den restlichen Planeten suchen und ihn ansprechen und die restlichen Kybersteine einsammeln und auch damit dann den letzten Charakter. So treffen wir uns wieder. Dieser Ort ist ganz schön vornehm, was? Naja, außer dem einen Kerl, der mir verbieten wollte, am Strand zu parken. Der soll sich nicht so anstellen, der Strand gehört uns allen. So, Cantonica ist abgeschlossen. Dann Camino. Das hier dürfte jetzt der vorletzte Part erstmal sein. Im nächsten Part werden wir dann den Rest einkaufen, den wir noch haben. Und es gibt ja eine 100% Belohnung. Die werden wir auch noch entgegennehmen. Ich bin mir gerade auch unsicher, ob wir den wandernden Wookie auf dem Planeten, wo es die 100% Belohnung gibt, schon haben. Oder ob wir da gleich nochmal vorbeikommen. Aber wo es die gibt, den Ort, den haben wir schon einmal gesehen. Hier. Schön, dich wiederzusehen. Ich hatte ja ein feuchtes Klima erwartet, aber wow. Der ganze Regen. Die Kaminoaner haben wahrscheinlich so lange Hälse, weil ihnen hier das Wasser sonst bis zum Kinn reichen würde. So, 19 von 33. Darunter dürfte auch nichts mehr sein, nein. Durch den wandernden Wookie bekommen wir sowohl den letzten Charakter als auch die letzten 5 Kabelsteine. Dann Kashyyyk. Natürlich kann jederzeit noch Updates kommen, die das Spiel nochmal erweitern, so wie es ja während des Let's Plays geschehen ist. Dann gibt es möglicherweise noch mehr Sammelgegenstände und Missionen. Die werden wir dann vermutlich natürlich auch holen. Deswegen sagte ich, dass es vermutlich der vorletzte Part sein wird. Also ich bezweifle mal, dass jetzt... ich werde den vorletzten und den letzten Part gleich hintereinander aufnehmen. Und ich vermute mal... Ich bezweifle mal, dass... während den beiden Aufnahmen ein Update kommt, die das Spiel erweitert. Also in der nächsten Stunde so ungefähr. Das bezweifle ich mal. So treffen wir uns wieder. Ich mag ja hier aufgewachsen sein, aber Kashyyyk zu erkunden wird mir nie langweilig. Allerdings gibt es immer noch eine ganze Galaxis zu erkunden. Also mache ich mich am besten auf. Okay. Macht es, dann treffen wir uns gleich auf Tatooine wieder. Jundlandwüste. War da in Mos Espa und Mos Eisley auch? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Wenn, dann haben wir den da schon. Aber sicher bin ich mir gerade nicht, ob es den dort auch gab. Naja. Ich finde es gut, dass man sich das anzeigen lassen kann, wo der ist. Das nimmt einem sehr viel Arbeit. Und auch wenn man ihn sich nicht anzeigen... Gut, erklären ist gerade wieder sehr gut. Auch wenn ich ihn mir nicht hätte anzeigen lassen können, dann hätte ich ihn trotzdem gesucht. Und auch natürlich immer gefunden. Wo ist er denn? Ah, okay. In einer kleinen Höhle hat er ein Feuer gemacht.
bin ich wiederzusehen. Eine Reise nach Tatooine wäre nicht vollständig, ohne allein durch die Wüste zu wandern. Das hat etwas Reinigendes. Da möchte man am liebsten für eine Weile in die Sonne starren. Ja, mach das mal. Niemand hält dich auf. So. Basis des Widerstands. Los geht's. Da oben fliegt sogar noch die Steadfast. Ja, stimmt, es gibt ja auch noch zwei. Gut, ja. Wir müssen ja auch noch zwei Großkampfschiffe besuchen. Dort. Oder waren es drei? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind auf ein paar Großkampfschiffen auch noch der Wookie. Also der ist, glaube ich, auf allen. Aber da haben wir den tatsächlich auf den meisten schon. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo der jetzt genau fehlt. Ich weiß, auf dem Todesstern haben wir den noch nicht. Was mich eigentlich ein bisschen wundert, weil ich mich da, so wie ich mich daran erinnere, ziemlich gründlich umgeguckt habe. Hallo nochmals, Mitreisender. Ich kann verstehen, warum man gerade hier eine Basis eingerichtet hat. Es ist abgelegen, das Klima ist toll und es gibt keine großen Kreaturen, die alles und jeden fressen. Mehr kann man doch nicht verlangen. Nabu. Da waren wir jetzt auch schon sehr lange nicht mehr. Naja. Doch, aber nicht in Theed. In der Stadt waren wir wirklich lange nicht mehr. In Ganga Gunga City, wie auch immer man das jetzt nochmal ausspricht, da waren wir erst im letzten Part. Und haben dort die Parks gesucht. Okay, der ist weit weg. Elf Wookies fehlen noch. Da oben drauf, wie komme ich da denn nochmal hoch? Ah ja, gut, mit der Leiter am besten. Hat man die ja von da hinten schon gesehen? Wir waren ja doch schon mal drauf. Warum haben wir den nicht? Warum haben wir so viele nicht? Ah, du hast mich gefunden. Man sieht anhand der Kuppeldächer, dass Theed reich an Kultur und Geschichte ist. Solche Dächer baut man doch nur, wenn man seine Kultiviertheit demonstrieren möchte. Dann gehen wir als nächstes mal. Hier ist übrigens die 100% Belohnung dann am Ende. Dürfte zumindest Yavin 4 sein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Naja, Endor. Exegol, warum haben wir den auf Exegol überhaupt noch nicht? Hier auf Endor kann ich es ja noch irgendwie verstehen. Das ist relativ groß und hat viele verschiedene Ebenen. Dass man ihn hier mal leicht übersieht, ist noch irgendwie verständlich. Bei Exegol ist nicht besonders groß, das Gebiet, wo man sich dort bewegen kann. Und wir waren dort eigentlich auch überall. Ich vermute mal, der versteckt sich dort dann irgendwo im Thronsaal. Das war, glaube ich, ja eigentlich schon das einzige Gebiet, wo wir jetzt nicht so unbedingt gründlich waren. So, gleich da.
So treffen wir uns wieder. Es ist wie ein zweites Zuhause hier. Bäume, Pflanzen und pelzige Einheimische. Erinnert mich an Kashyyyk. Nur, dass alles halb so groß ist. Also nenne ich es Yeek. Ja. Hefbier. Müssen wir in den Todesstern rein? Oder steht er hier irgendwo? Ich hoffe mal hier. Ach nö, natürlich nicht. Oh, wobei? Doch, der ist irgendwo hier. Ah ja, hier. Ja, okay, dass ich den hier nicht gesehen habe, ist irgendwie noch okay. Schön, dich wiederzusehen. Die Wellen zu beobachten entspannt mich ungemein. Also ist Kefbir ein besonderer Genuss. Nichts als Ozean. Schade nur, dass das Imperium seine Müll darin entsorgt hat. Ah, was ist hier unten? Waren wir hier schon mal? Hier war bestimmt ein Kalberstein. Aber das war schon sehr lange her. Hierhin. Tempelinsel. Auch schon lange her, dass wir da waren. In diesem Part erkunden wir nochmal oder sehen wir ein letztes Mal noch, vermutlich ein letztes Mal nochmal die ganzen Planeten und Orte, auf denen wir schon waren. Und auf denen wir jetzt schon seit ziemlich langer Zeit teilweise nicht mehr waren. Okay, ich sollte lieber mal der Markierung folgen. Hier auf der Tempelinsel abzukürzen ist nicht so einfach. Man kommt ja leider nicht überall hoch. Hier vorne steht er. So treffen wir uns wieder. Was für eine schöne Insel. Es ist nur schade, dass die Einheimischen so mürrisch sind. Oh, und diese Vogeldinger sind mir viel zu schnell. An meinem nächsten Reiseziel gibt es hoffentlich langsameres Essen. Ach schon, unseren Pork könnten wir dann auch mal wieder anmachen demnächst. Aber jetzt erstmal Exegol, die Sith-Zitadelle. Wo versteckt sich der Wookie da? Ist der unten? Irgendwo im Thronsaal? Oder doch irgendwo oben? Wo die Blitze einschlagen? Na? Oben ist eigentlich wirklich winzig, das Gebiet. Wir können ja, glaube ich, auch kurz mal das Schiff wechseln. Okay, er ist unten. Wir haben ja momentan ein Schiff, was wir nur dabei haben, weil es sehr gut ist. Na, kaufen wir jetzt nicht. Aber nicht, aber ja, der Gong Energiekreuzer, haben wir den schon jemals genutzt? Ich glaube nicht tatsächlich. Oder vielleicht haben wir den kurz mal ausgetestet. Weiß ich aber gerade nicht mehr. Oder die Mikromodelle, die Micro. Modelle. Okay, nee, wir nehmen ja mal den Gong Kreuzer. Nee, wer ist das? Energiekreuzer. Waren dort eben eigentlich noch Schiffe, die wir noch nicht freigeschaltet haben? Ja, was soll das denn hier? Aber hier steht, dass wir alle Schiffe haben. Hm. Na gut, werden wir dann.
wann anders nachgucken, wahrscheinlich auch im nächsten Part. In diesem Part geht es nur um den Wookiee und nicht um irgendwelche Schiffe und Charaktere. Es geht zum Thronsaal. Die Musik sollte da auch, glaube ich, immer noch spielen. Ja. Da vorne steht er. Wusste ich's doch, dass er irgendwo hier ist. Ah, du hast mich gefunden. Die wird mir richtig mulmig. Das ständige Blitzen, das große schwebende Steingebäude, die seltsamen Geräusche überall. Dies wird mein einziger Besuch auf Exegol bleiben. Takodana. Da ist es ja, glaube ich, noch gar nicht so lange her, dass wir hier waren. Und da fliegt der Gong. Ich weiß gar nicht mehr, wodurch man den bekommen hat. Durch irgendeine Gong-Mission. Es gab ja sehr viele Gong-Missionen. Vielleicht hat man den dadurch bekommen, dass man jeden Gong geholfen hat. Vielleicht. Meine Datenbank bringt die Uber vor neuen Hits. Wie hieß der Planet nochmal? Mustafa. Wir haben dieses Schiff hier, glaube ich, ja damals auf Mustafa bekommen. Es ist ziemlich groß. Okay. Okay, ich möchte gleich mal testen, ob das schießen kann. Ja, wobei machen wir es später. Wir müssen eh noch im Weltraum fliegen. Wie? Wie ist der da hochgekommen und wie soll ich da hochkommen? Mit den Kisten. Okay, dann bauen wir wohl noch mal kurz was. Ja, genau dafür ist es da. Also es kann mehrere Gründe geben, warum wir den noch nicht haben. Entweder hatte ich damals einfach keine Lust, es zu bauen. Das bezweifle ich aber mal. Weil wir hätten den ja eh dann irgendwann holen müssen für die 100%. Ich glaube einfach mal, ich habe den nicht gesehen. So, reicht das schon? Nein, ja. Okay, das finde ich nett. So treffen wir uns wieder. Dieses Schloss ist schon etwas... Dieses Schloss ist schon etwas... Achso, so ist... Dieses Schloss ist schon etwas, Es hat eindeutig schon bessere Tage gesehen, aber der Standort ist hervorragend. Allein durch die Lage am See gehört das Schloss für mich zu den 5 besten Burgen aller Zeiten. Okay, Jakku. Oh, beim Nima Außenposten und Tour 0. Was war das denn gerade für ein Erdbeben, als wir abgehoben sind? Hier ist es ja auch noch nicht so lange her, dass wir hier fertig geworden sind. Ihr müsst doch irgendwo im Fahrzeug stehen. Nicht das? Das. Nein. Ja, gleich. Und dann los. Passen wir durch? Ja, irgendwie. Ach, warum immer irgendwo oben? Da komme ich doch nicht hoch. Willst du vielleicht nochmal so nett sein und da runterspringen einfach? Hat eben sehr geholfen. Komm da runter. Los. Ah, hier. Okay, hier kann man einen Kistenstapel bauen. Naja, nicht mit BB-8. Thank you.
So, Kiste. Eins. Ja, zwei, hier drei. Und fertig. Jetzt müssen wir da nur noch hochspringen. Und daneben springen. Hallo nochmal zum Mitreisender. Was so aussieht, riecht und klingt wie ein Schrottplatz. Das ist auch ein Schrottplatz. Aber immerhin ist das Schrott ziemlich cool. Hast du zum Beispiel all die abgefahrenen imperialen Wrackteile in der Wüste gesehen? Ja, haben wir gesehen. Und ich glaube auch teilweise geplündert. Naja. Jetzt da. Bleib euch nur zurück. Bald seid ihr am Ziel. Hoffe ich doch. Willkommen im entspannten Dorf Tuanul. Leider wurde es kürzlich von der Ersten Ordnung angegriffen, also sind sie im Moment... Wo versteckt er sich hier? Das ist auch komisch, dass wir ihn hier nicht haben. Das ist auch so winzig, das Gebiet eigentlich. Hier hinter? Waren wir nicht hier sogar? Ja, weiß ich nicht mehr. Schön, dich wiederzusehen. Das Dorf Tuanul ist ziemlich abgelegen, nicht wahr? Ich würde ja nicht zum Einkaufen jedes Mal die ganze Wüste durchqueren wollen, aber jedem das seine. Und damit fehlen noch drei. Senatsbezirk. Der letzte wandernde Wookie, der sich auf dem Planeten befindet. Der sich auf einem Planeten befindet, so. Ich werde diesmal auch nett sein. Ich habe neue Fuß gemacht. Hä? Was soll das denn? Ich habe ein neues Update erhalten. Mein Leben hat wohl wieder einen Sinn. Bin ich auf ihm gelandet? Wo soll ich hin? Ich bin richtig. Ja, vielleicht fast richtig. Vielleicht muss ich hier mit irgendwo hin? Planetarer Transportdienst. Wir bringen euch ans Ziel. Oder zumindest so nah ran, wie es erlaubt ist. Nö. Hier hinten wird es angezeigt. Ich habe neue Informationen, falls ihr interessiert seid. Na gut, dann machen wir erstmal die auf dem Todesstern und so. Auf dem Todesstern und wir müssen mal ganz kurz gucken. Oder wir gucken einfach mal kurz nach. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Kampfschiff der Handelsföderation, ja gut. Dann rufen wir jetzt erstmal die beiden Sachen her. Kampfschiff der Handels. Wir müssen erstmal abheben. Ja, Coruscant, Weltraum. Dann können wir auch direkt mal unser Schiff hier testen. Okay, das hat es leider nicht unendlich. Naja. Unser Kampfschiff der Handelsföderation. Dann hoffentlich passen wir hier mit diesem Schiff in den Hangar.
und landen. Seid gegrüßt. Mit wem werden wir heute Handel treiben? Bitte heißt unseren neuen Captain herzlich willkommen. Wo versteckt er sich hier? Wir haben sich auf unser Schiff und in unsere Herzen gedrängt. Okay, komischer Schrei für einen Druiden. Zumindest für einen Kampfdruiden. Hier rechts. Ah, du hast mich gefunden. Schön, dich zu sehen. Ich sehe mich hier nur mal ein wenig um. Mit Verhandlungen über Steuern und Handelsrouten habe ich nichts am Hut. Das ist was für Spießer. Ah, das können wir ja von hier nicht. Dann müssen wir nochmal rausfliegen. Dann wieder aus dem Hangar raus. So, Todesstern 1 oder 2? Eins. Einmal austauschen. Warum sind wir jetzt eigentlich so weit weg davon? Das Schiff steht nun unter neuer Leitung und die bisherigen Beschwerde- und Anregungskämpfen wurden ins All katapultiert. Vielen Dank für euer Engagement. Hier drin. Warum haben wir den noch nicht? Wir waren ja so oft in diesem Raum drin. Schön, dich wiederzusehen. Diese Station ist größer als so mancher kleiner Mond. Ein Wunder, dass alle Angst davor hatten, aber du nicht. Du läufst herum, als wärst du hier zu Hause. Richtig so. Und damit haben wir nun den vorletzten Rookie. Dann Colossal Sound und hoffentlich funktioniert es jetzt. Jetzt wird hier gar nichts mehr angezeigt. Ist ja toll. Ich bin hier richtig, nur wo ist der Wookie? Donatsplatz. Aha. Nee. Irgendwo hier. Wird er wirklich nicht angezeigt? Ich muss ihn suchen. Der wird nicht angezeigt auf Coruscant. Ist der hier nicht so groß? Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist vom Spiel. Ich glaube, das ist irgendwie ein Fehler. Könnte natürlich so sein, dass wir den jetzt selber suchen sollen, dass es so gehört. Ich suche den dann kurz mal und... ich suche den jetzt halt kurz. Steigt ein! Alles bereit! Gute Fahrt! So, hab ihn gefunden. Ich weiß nicht, was das soll.
Es wird nicht angezeigt, dass der hier ist, aber er versteckt sich hier beim Senatsplatz. Ah, du hast mich gefunden. Coruscant besteht aus vielen, vielen verschiedenen Schichten, die alle übereinander gebaut sind und jeweils eine Vielzahl von Bezirken umfassen, wie eine große Städtezwiebel. Wo ist der Rookie abgeschlossen? Da kann man sich auch freuen. Wandernde Rookie Schurke? Okay. Haben wir. Und nun haben wir 1200 Kaibersteine. Ach, das ist schön. Das ist ein schöner Moment. Und wir haben hier nun alles fertig. Und 98,22%, weil wir alles noch kaufen müssen. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Hier bin ich dann nun erstmal im Part. Und dann bis zum nächsten Mal.